Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Castlevania Area of Sorrow. Jo. Der letzte Part ist für mich, ich behaupte mal, gut 2 bis 3 Wochen her. Also, ein Vorteil, wieso ich alles erstmal im Voraus aufnehme, denn was mit Uf, was ich gemacht habe, ouch, würde ich mal behaupten. Ich habe hier noch ein bisschen was mehr gemacht. Seelen und so. Also, boah. Und hier halt, ne? Also, wir sind so gesehen jetzt halt ziemlich bereit, um weiterzugehen. Na dann wollen wir mal. So. Chaotisches Reich. Jo. Das ist es. Oder wie es auf Englisch auch heißt, Chaotic Realm, wie man es kennt. Hier haben wir hier einen Safe Point. Können wir machen. Hier können wir natürlich auch immer wieder schön zurück und wieder rein. Und hoch. Da haben wir immer wieder so komische Sachen. Und da mit der Geschichte hier von wegen Super Megasprung, das ist so. Nein. So schön angenehm. Einfach nur hochzuspringen. Macht es gleich viel nerven. Hier ist nichts. Autsch. Und na. Ich kann ja mal zeigen, was für eine Fähigkeit ich mir geholt habe. Das hier. Mega fette Axt. Hier ist nichts. Na. Über die fliegen wir einfach, weil wir es können. Ja, fliegen mal drunter. Und so. Ich möchte wenigstens noch in diesem Partes bis zu einer bestimmten Stelle kommen. Wenigstens halt diesen Part. Hier ist Save Point. Das ist sehr schön. Und runter und weiter. Also. Stirbt. Einfach nur. Okay, du stirbst jetzt. Dreckiger Dämonherrscher. So, weiter geht's. Pöpp. Joa. Deshalb müssen wir hier runter benutzen. Ich benutze nur Ausrüsten. Nein, Seele. Kann unter Wasser laufen. Zack, 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 zack. Jetzt hat es auf einmal hier kein Wasser, warum auch immer. Wow. Wow. Vor mir ist das hier wieder Wasser. Ich finde es irgendwie komisch. Mal ist Wasser da, mal ist keins da. Wir könnten jetzt aber holen, aber davon habe ich schon Maximum gefarmt. Beziehungsweise mir geholt. Über den fliegen wir wieder, einfach weil wir es können. Hier fliegen wir auch einfach drüber. Brauchen uns hier nicht alle Nerven. Einfach hier runter. Hier durch. Wow. So. Fertig. Einfach kurz den Prozess machen. Verdammte Zuckerbusse. Und ich können wir gerade noch so fliegen.
Ding ist hier unten ein Safe Point? Nee. Aber eine Mimik. Gewesen. Vor allem ist jetzt hier wieder Wasser. Na, eigentlich wollte ich ja nur bis hierhin zu diesem Part kommen, aber... Wenn wir schon dabei sind... Speichern wir einmal ab. Dann zeigen wir euch mal... Zeig ich euch mal ein paar Enden dieses Spiels. Endlich bin ich hier. Ob ich das wohl allein schaffe? Du bist nicht allein. Was? Alle im Schloss haben ihre Kräfte gebündelt, um dich zu erreichen. Also wissen alle, dass ich Dracula bin. Ja, Ricardo hat uns alles erzählt. Bestimmt haben alle Angst vor mir. Ach was. Es war ein Schock, aber wir alle glauben, du wirst es schaffen. Ich schicke dir jetzt eine Botschaft. Ihre Botschaften herzu. Wann kommst du mal wieder in meinen Laden? Freue mich schon auf dich. Der denkt doch nur ans Geld. Guten Morgen, Soma. Ich habe gerade gehört, was geschehen ist. Wie ich dir sagte, du bist du selbst. Lass ihn nicht gewinnen. An den Mann, der mich besiegt hat, enttäusch mich nicht. Das ist die letzte Chance für dich und für uns. Ich zähle auf dich. Wir stehen alle an meiner Seite. Du kannst es schaffen, weil ich an dich glaube. Mina. Na schön. Also los. Jo. Und Servus. Das hier ist Kollege Chaos. Was wir jetzt machen, wir lassen erstmal laufen. Denn wenn man den... Ich meine, es war, wenn man den ersten Kampf schon verliert. Yep, das ist es. Ich behaupte mal. Ja, wegen der schlechte Ende, wie auch immer. Ja. Ich habe dich leider warten lassen. Zeit, meinen Versprechen zu halten. Jo, das ist das, ich brauche mal das schlechte Ende. So, jetzt kommen wir aber zu dem guten Ende. Für die Sache sieht nämlich jetzt so aus. Der Kollege Chaos hier hat so schöne bunte Kugeln, die unsere ganzen Seelen-Abilities repräsentieren. Die müssen wir erstmal mit uns wieder frei kämpfen. Der Kollege macht einen schönen Schaden, du leck mich am Arsch. Lass uns mal alles unsere Tränke raus. So, jetzt können wir wieder unsere Axt benutzen. So, das wäre Phase 1 gewesen. Laufen lassen. Jetzt weiß ich nicht, ob man auch Erbrochen anders Ende kommt, wenn man hier stirbt. Nö. Ich hab dich gehört. Also, genau das Ende. Was hier jetzt gilt, wir müssen erstmal die ganzen Augen hier von dem Chaos-Kollegen besiegen. Sobald das geschafft ist, machen wir in der Mitte mehr Schaden und dann ein Schott. Autsch. Fast. GG. Okay, benutzen. Nervenhau. Tatz. So. Ich würde mal behaupten, Split oder sowas, ne?
Sorry für den Cut, Leute. Ich musste da mal. Ich behaupte mal für ein, zwei Stündchen weg. Jetzt geht's aber weiter. Ja. Hallo Sommer, ich gratuliere. Ich muss jetzt los. Eine neue Aufgabe wartet auf mich. Es war ein Schock, als ich hörte, dass du Dracula bist. Ich war gerade dabei aufzuwachen, weißt du? Aber eigentlich ist ja alles nochmal gut gegangen, ausgegangen. Deine Stärke und dein Mut werde ich niemals vergessen. Und ich habe dir noch gar nicht für meine Rettung gedankt, also danke. Du bist wie ein kleiner Bruder, war nett mit dir. Auf bald, hoffe ich. Auf Wiedersehen. Hey, freut mich, dass du mein Geschäft beehrt hast. Im Schloss wurde mir klar, was ich will. Kämpfen jedenfalls nicht. Ich werde wohl die Armee verlassen und demnächst einen Laden aufmachen. Ich hoffe, du kommst dann mal vorbei. Mach dir auch einen guten Preis. Du hast gut gekämpft. Als wir das Schloss verließen, ist die Macht des Vampirkillers verblasst. Keine Ahnung, was das bedeutet im Moment. Ist das auch egal. Leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Der von dir gewählte Weg war der härteste. Hast dich gut geschlagen. Damit Gott Gutes tun kann, muss es auch Böses das Böse geben. Vermutlich folgt bald wieder jemand Draculas dunklen Spuren. Vielleicht treffen wir uns dann wieder, leb wohl. Ich danke dir im Namen meiner Mutter. Mach auf! Wach! Wach auf, Soma! Soma! Gott sei Dank, du bist endlich wach. Hörte eure Stimmen. Ihr habt mich wieder gerettet. Wieder? Ja, den letzten Kampf hätte ich nicht allein gewinnen können. Eure lieben Worte und Ermutigungen führten mich zum Sieg. Ja. Vergiss nicht, in mir schlummert die Macht Draculas. Sie ist nicht böse, doch sie hat mich verändert. Schon okay, sollte wieder etwas passieren, werden alle dir helfen. Ja, ich glaube auch. Sieh, die Finsternis ist vorbei. Jo. Das war Castlevania Area of Sorrow. Dem nicht genug. Es gibt hier noch ein kleines Special, was ich im Anschluss nach diesem Part am nächsten Tag hochladen werde. Ja. Wohlbemerkt, kleine Nebengeschichte. Ich weiß nicht, das habe ich schon komplett vergessen, ob das schon in der Story erwähnt wurde oder nicht. Genial, Ricardo ist eigentlich Alucard, wenn man so gesagt. So, jetzt aber, ich glaube, das haben wir unter Spezial. Ja, wir haben hier einmal den Bosswash, den kann ich vielleicht auch nachher noch zeigen in diesem Part. Aber was ich ja nicht zeigen will, ist, wir können ein neues Spiel machen. Und zum anderen gibt es den Julius Mode. Ich hoffe, der ist wirklich ganz normal so. Jo. Guten Tag. Wir sind hier Kollege Julius Belmont. Ja. Wir können. Ja. Alle Geschichten machen. Ja. Und haben immer coole Musik. Bla. Aber das. Und wir haben eigentlich. Wir haben kein Menü. Wir können. Nur die Karte und fertig. Das werden wir aber, ich behaupte mal, im nächsten Part halt ein Special machen. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part und tschüss.